Hey, heute ein Video. Heute geht's vorrangig um Anime Movements in Kombination mit Kraftschnelligkeit, was meine Spezialität ist. Und wir fangen an, okay? Wir fangen an mit dem Warm-up. Und zwar Jumping Jacks, Front Backwards. Das heißt, 50 Mal springst du und die Beine sind vorwärts und rückwärts, okay? So sieht das aus. 50 Mal. Großartig, 50. Als nächstes beugen wir uns einmal nach vorne, dass wir die hinteren Oberschenkel aufmachen. Klemmst deine Finger vielleicht unter deine Füße, beugst dir immer, dass die hinten gezogen werden. Mach das ruhig zwei, drei Mal, beweg dich nach rechts, links. Und dann kommen Stepping Overs mit gestreckten Beinen. Heels to butt. Heels to butt. So, jetzt sollte sich dein Kreislauf, alles in dir schon ein bisschen erwärmt haben. Die Pumpe geht und wir fangen an mit unserem Training. Wir beginnen mit dem Bärenlauf. Wir gehen runter, die Hände berühren den Boden. Die Füße sind hinten gestreckt, die Beine sind hinten gestreckt und wir bewegen immer nur eine Seite. Die rechte, die linke, die rechte, die linke, die rechte, die linke. Drück dich schön raus aus der Schulter. Und gleich hinterher, um die Sache ein bisschen spannend zu machen, ohne Pause, no break, machen wir Pike Squats. Das heißt, runter in die Hocke, die Schenkel öffnen, du bist mit deinen Armen zwischen deinen Knien, die Hände stützen sich ab und du drückst dich nach vorne raus. 16 times. Bear Walk, Pike Squats, 3 times, no break. Bunny Jumps and Mountain Runners. Leises Landen ist ganz wichtig. Und hinterher ohne Pause Mountain Runners. Scorpions. One. Two. Three. Four. And 60 high knees. 16, 60. 3 times. Die nächste Übung, Froggers. Einer meiner Lieblingsübungen. Das heißt, wir gehen in die Plank-Position. Der Po kann ruhig lieber ein bisschen hochstehen als durchhängen. Und jetzt springen wir mit beiden Beinen gleichzeitig nach vorn. Froggers und sofort danach Hips Lifting. Vielleicht noch auf die Zehenspitzen gehen, um noch mehr nach oben zu kommen. 10 Froggers und 20 Hips Lift. Okay? Das Ganze auch für 3 Mal. Und zwar heute kommen Clapping Push-Ups. Das heißt, wir gehen runter, stoßen ab, klatschen. Zum Ende des Trainings machen wir noch was für unsere Rotatorenmanschetten. Das heißt, es sind die Muskeln, die den Arm im Rumpf halten. Vorwärts, Ellbogen zusammen, schön aufgehen hier, runter und wieder hoch. Vorwärts, zusammen, runter, wieder hoch. Sau gut. Chaka boom. Train hard, stay smart. Okay? Viel Spaß wünsche ich dir. Bis ganz bald. Hier war Bob von AeroFit.